Hey, in diesem Tutorial erkläre ich dir Schritt für Schritt, wie du den Twilight Forest Mod auf der neuesten Minecraft-Version installieren kannst. Und das Ganze natürlich wie immer für Mac und Windows gleichzeitig. Ja, genau. Also als erstes gehst du natürlich auf die Seite vom Mod und da kann ich dir schon mal sagen, was macht der Mod, falls du ihn noch nicht kennst. Im Groben, er fügt ein Portal hinzu, das dich in eine Welt transportiert, wo ganz viele solche hohen Bäume sind und andere Monster und so weiter. Du siehst das Ganze auch nochmal hier oben links, nämlich am Ende dieses Videos, kannst du draufklicken, kommst du so 10 Minuten vor Schluss. Da bin ich in-game und zeige auch nochmal ein paar Eindrücke von dem Mod. Aber jetzt erstmal zur Installation, denn darum geht es ja in diesem Video hauptsächlich. Erstmal, wenn du schon wirklich dich gut auskennst mit Minecraft-Mods, kannst du dir auch gerne die Kurzinstallation hier unten rechts angucken. Allerdings, dieses Video ist sehr ausführlich, das heißt, hier erkläre ich das für alle und dann soll es auch am Ende auch für alle funktionieren. Vorweg, ich installiere das für 1.6.2, die Installation ist aber auch auf 1.7, 1.8, 1.9 und so weiter, wie immer, immer gleich. So, wichtig ist nur, dass wenn es hier noch bei der Mod 1.6.2 steht, dann ist der Mod auch nur für 1.6.2 abgedatet und du kannst ihn zum Beispiel nicht auf 1.7 installieren. Da musst du mal gucken, auf welcher Version der Mod aktuell ist. So, wenn du das aber alles gecheckt hast, dann kannst du hier beim Download, steht hier fett, den Mod downloaden. Ich öffne das hier in neuem Tab. Dann habe ich das Ganze hier ein bisschen geordneter und hier kommst du zu Adfly, hier müsst du 5 Sekunden warten und dann hier oben rechts auf Werbung überspringen klicken, nicht hier unten irgendwie auf Download, das ist nur Werbung und dann kannst du das Ganze überspringen. Das dient einfach dem Modmacher, dass der halt auch für jeden Klick ein bisschen Geld bekommt, was ja auch nicht ganz falsch ist, denn der macht sich damit ja auch Arbeit. So, hier, wenn du das hast du eben gesehen, hat sich runtergeladen, das geht ganz schnell und wenn du das schon runtergeladen hast, kannst du eigentlich das Ganze hier zumachen im Hintergrund und hier dein Mod auf den Desktop ziehen. So, das habe ich jetzt auch gemacht. Und ja, wie installierst du den Mod jetzt? Das ist relativ einfach eigentlich. Du gehst in den Minecraft-Ordner erstmal. Falls du nicht weißt, wie du in den Minecraft-Ordner kommst, falls es hier dein erster Mod ist, den du installierst, habe ich oben rechts dann nochmal eine Nachhilfe gezeigt, wie man in den Minecraft-Ordner kommt. Allerdings denke ich, die meisten wissen das. Und in einem Minecraft-Ordner, da kannst du jetzt erstmal Forge installieren, falls du noch nicht getan hast. Dieser Mod braucht unbedingt Forge. Forge ist so ein grundlegender Mod, den du für ganz, ganz viele, für die Hälfte vielleicht aller Minecraft-Mods brauchst. Dann können die nämlich alle zusammenlaufen und haben nicht Probleme damit. Das heißt, du kannst ganz viele Mods zusammenlaufen lassen. Das ist an Forge eine gute Sache und da man das für so viele Mods braucht, habe ich Installation ausgegliedert. Dann brauche ich das nicht in jedem Video einzeln nochmal erklären. Das gibt es nämlich hier unten links. Falls du Forge also noch nicht kennst, kannst du einfach hier unten links klicken und Forge wieder im Tutorial installieren. Ich denke mal aber, viele hier wissen auch schon, wie sie Forge installieren oder haben es vielleicht sogar schon installiert. Die brauchen das dann natürlich nicht mehr zu machen, sondern können jetzt einfach kurz dranbleiben, denn ich mache kurze Pause, in der ich auch selber kurz Forge installiere. Also, sieh zu, dass du auch Forge installiert hast, mit dem Video unten links oder eben auf eigene Faust, und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wenn du jetzt, wie ich, Forge installiert hast, übrigens solltest du dazu nochmal sicher gehen, dass du auch wirklich die aktuelle Forge-Version hast, die auch wirklich für den Mod kompatibel ist oder mit dem Mod kompatibel ist, die siehst du nochmal auf der Seite des Mods bei Download, bei mir ist jetzt diese hier, bei dir kann es aber auch 8900 sein oder 950 oder so, das ist völlig egal. Hauptsache, diese Version, für diese Version hier, lädst du dir auch Forge runter, diese Forge-Version. Ja, dann kann nämlich nichts schief gehen. So, okay, und wenn du das gemacht hast und Forge einmal gestartet hast, wie ich es in dem Video dort gezeigt habe, dann hast du hier diesen Mods-Ordner in dem Minecraft-Ordner, du siehst den hier, und in diesen Mods-Ordner kannst du ganz einfach reingehen und dann ist auf Mac und Windows total gleich, du musst einfach nur diese Jar-Datei, die du runtergeladen hast, von Twilight Forest, hier in diesen Mods-Ordner reinziehen. Fertig ist das Ganze, jetzt kannst du Minecraft schon starten und dann kannst du das Forge-Profil auswählen, wir werden es gleich sehen, damit du dann natürlich Minecraft auch mit Forge startest. Du siehst hier unten, wichtig, Forge auswählen. Ja, wenn du dieses Forge-Profil ausgewählt hast, dann kannst du eigentlich unten schon auf Play klicken und dann sollte sich das Ganze schon starten. Ja, wenn du irgendwelche Probleme dabei hast, dann ja, kann es schon mal sein, würde ich mal gucken, ob es ohne den Twilight Forest Mod geht, das heißt, wenn der Mods-Ordner ganz leer ist, oder ob es vielleicht mit anderen Mods, die auch über Forge laufen geht. Denn dann kann es zum Beispiel sein, dass du eine falsche Forge-Version hast. Ich habe es ja eben gesagt, die nicht zu dem Mod passt oder zu der Version vom Mod. Dass du zum Beispiel Forge für 1.7 installiert hast, der Mod aber erst für 1.6 raus ist. Das muss man dann immer nochmal checken. Oder vielleicht blockt auch dein Virenprogramm Forge, obwohl du das eigentlich schon ausgeschlossen haben solltest beim ersten Forge-Start. Das heißt, wenn Forge einmal gestartet ist, dann kann es ja jetzt nicht daran liegen, dass das Virenprogramm Forge blockt. Dann musst du wirklich gucken bei den Versionen. Das ist nicht unwichtig. Ja, ja, wenn sich hier Minecraft gestartet hat, kannst du hier unter Mods gucken. Aha, Twilight Forest installiert. Super Sache. Dann hat erstmal alles geklappt. Ich werde jetzt kurz rübergehen an meinen Windows, denn dort habe ich ein bisschen mehr Leistung. Es lädt gleich nicht so. Und dann zeige ich dir nochmal Mod in-game, wie du das Portal craftest und in die andere Welt kommst und so weiter. Das machen wir dann alles gleich dort. Bis gleich.
Alles klar, und hier am Windows gehe ich jetzt einfach mal in den Singleplayer und ich mache mal eine neue Welt, denke ich, und nenne sie, wie nenne ich sie denn? Na, Twilight. So, hat natürlich nichts mit dem Film zu tun, ich denke, das habt ihr bei der Installation schon gemerkt. Ich gehe in den Creative, dann kann ich das Ganze gleich ein bisschen besser zeigen. Obwohl, naja, der Forest, ich weiß gar nicht, ich habe den Film gar nicht gesehen, aber ich denke mal, das sieht da so ähnlich aus. Was man so vom Trailer kennt. Naja, wie auch immer. Hier in-game gehe ich jetzt einfach mal auf eine Wiese, denn um dieses Portal zu machen, wo man durchgehen muss, braucht man ein Stück Gras. Ist jetzt ein bisschen schlecht hier im Regenwald. Ich mache mir, glaube ich, mal hier so eine kleine Stelle frei. So. Gut. Machen wir schon mal so. Und wenn du jetzt in das Inventar gehst, kannst du hier schon mal sehen, die ganzen neuen Items, die der Mod auch hinzufügt. Zum Beispiel gibt es auch von diesen neuen Bäumen auch neue, ja, Saplings hier, wie man sehen kann, oder neue Holzzeug, hier auch so Leaves oder auch Schwerter, die dann richtig stark sind, oder auch, man kann ja dann auch so Viecher spawnen, die dann alles in der neuen Welt sind, so zum Beispiel so ein Eichhörnchen. Das werden wir aber gleich noch sehen, wenn wir drüben sind. Jetzt hole ich mir erstmal die ganzen Ingredienzien, die wir brauchen, um rüberzukommen. Das ist eigentlich nicht viel. Einmal braucht man dazu Water, das heißt ein Wasserloch, und man braucht dazu Blumen oder Rosen oder so. Nehmen wir mal ein paar Rosen hier hin. Und, oder es geht auch irgendwie so Gras oder sowas, halt irgendwie in so Naturzeug. Und das ist es eigentlich schon. Ach genau, und natürlich noch ein Diamant. So, der ist auch von Vorteil. Gut, also wie baust du jetzt dieses Portal? Du baust einfach hier so ein 4x4 Quadrat aus und überall drumherum machst du jetzt irgendein Naturzeug. Das heißt, es können irgendwelches Graszeug sein oder Pflanzen oder Pilze oder so. Ist völlig egal. Ich mache es jetzt mal so. Und dann musst du natürlich nur überall Wasser reinmachen. Oh Mann, ich sagte ja, als ich für den Mod den vorbereitet habe, habe ich das stundenlang gemacht und dachte, warum funktioniert das nicht? Ja, ich hatte kein Wasser drin. Also das ist auch wichtig. Und dann schmeißt du einfach den Diamant rein und dann wirst du schon gleich sehen. Boom. Zack. Das Ganze hat sich verändert. Und das Ganze ist jetzt hier so ein schönes Portal geworden, wo wir jetzt einfach mal reinspringen. So, wir haben jetzt schon ein neues Achievement bekommen. In die neue Welt gegangen. Auch eine tolle Sache. Und dieses Aufbauen von der Welt dauert halt ein bisschen, weil das halt, ja, riesige Biome sind, beziehungsweise auch riesige Bäume, du wirst gleich sehen, relativ komplex das Ganze zu generieren. So, hier ist auch schon, kein Wunder, du fällst jetzt erstmal, weil ich das generieren muss, und hier ist es fertig, und du siehst, hier ist unser Portal zurück in die alte Welt, auch mit Pilzen und diesem Naturzeug drumherum, was du dir aber jetzt auch abbauen kannst. Krass, ne? Also wenn du jetzt sagst, beim Mod brauche ich ja so viel Blumen, das geht dir gar nicht. Nein, den bekommst du auch wieder zurück. Nein, scheiße, jetzt habe ich aber gefailt hier. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt wieder hinbekommen. Naja, wir wollen auch nicht zurück, wir gehen nur weiter nach vorne. Und du siehst schon hier, krass, diese ganzen Bäume, die es hier überall gibt. Na gut, das war ein normaler Creeper. Hier gibt es auch diese Glühwürmchen, die kannst du dir übrigens auch abmachen. Ich bin natürlich jetzt im falschen Modus vielleicht hier. Ich gehe mal hier Game Mode. Null wäre das Richtige. So. Und dann kann ich mir das Ding hier abmachen. Zack. Und einsammeln. Und wenn ich jetzt sage, ach, ich brauche mal hier ein Licht, nehme ich mir einfach ein Glühwürmchen. Zack, habe ich es hier. Richtig coole Sache mit den Dingern. Da haben wir so einen geilen Glow-Effekt. Hier haben wir so einen Hasen anscheinend. Können wir töten, können wir leben lassen. Ist eigentlich egal. Hier, genau, das ist auch richtig geil. Diese, da vorne ist auch gerade eins gespawnt, diese Widder. Auch in verschiedenen Farben. Ich meine, in Braun sieht er wirklich gefährlich aus. Im Pink ist es echt lächerlich. Naja, okay, aber wir sind ja eigentlich hier vor allen Dingen wegen den riesigen Bäumen. Das ist eigentlich das Coolste. Und ich habe vorhin auch schon so ein Boss-Fight noch gesehen, so ein Boss-Ding. Ich gehe mal kurz jetzt hier, da vorne ist nämlich jetzt schon so ein Dungeon. Ich gehe mal kurz wieder in den Game-Mode, damit ich gleich jetzt hier nicht wieder faile. Und getötet werde. Hier hast du schon eben gesehen, so ein Zwerg oder was immer das ist. Ah, jetzt ist er weggelaufen, will uns hier reinloggen. Du hörst ihn auf jeden Fall lachen. Das ist eine coole Sache. Du siehst auch hier diese neuen Pflanzen und so weiter. Und es gibt auch so Berge, wo wir mal sehen, ob wir gleich einen finden. Da sind dann auch ganz viele Spinnen-Dungeons und so weiter, auch von neuen Spinnen, die dann, wo es auch sehr viel Ressourcen gibt und so weiter. Hier gibt es übrigens auch so, Deer auf Englisch, auf Deutsch Reh, genau. Und hier in diesen großen Bäumen gibt es auch nochmal eine Grille. Die sollten wir uns auch mitnehmen können. Genau, da fällt sie runter. Und in diese großen Bäume kannst du entweder natürlich ganz viel Holz abhacken oder du gehst dort rein und dann kannst du dich hier schön gemacht ganz bis nach oben durchklettern an diesen Lianen. Das ist eine coole Sache, und wenn du ganz oben bist, ist bei den meisten Bäumen dann oben auch noch ein Spinnendungeon, da musst du ein bisschen aufpassen. Hören wir jetzt hier was? Hört sich nicht so an, hört sich so an, als wäre das hier einer ohne Dungeon.
Genau. Und dann kannst du hier ein schönes Haus reinbauen. Ich bin ja in Minecraft ein Fan von irgendwelchen Bäumhäusern oder so. Naja, auf jeden Fall eine coole Sache. Du siehst es hier. Ansonsten, ich glaube, ich skippe das nochmal, bis ich gleich nochmal was Cooles finde. So, lang muss ich ja nicht rumfliegen. Ich habe jetzt zwar keinen Berg gefunden, aber hier so ein fettes Dungeon-Ding. Und zwar gibt es da zwei verschiedene von. Eins hatte ich vorher, das war mit so Geistern. Das hier ist wohl das von einem Zauberer. Und ja, normalerweise fliegst du da ja nicht hin, sondern du gehst hier irgendwo unten rein, zum Beispiel hier. Und dann gibt es hier gibt's ganz viele Gänge, wo du überall durch musst. Dann kommst du zu verschiedenen Türen, wo du durch musst oder was du halt aufschlagen musst. Wo man sich richtig leicht auch verlaufen kann oder so. Dieses schon hier, es geht hier links, rechts. Und irgendwo muss man ja nur nach oben kommen, ne? Naja, ich gehe mal hier raus, damit ich hier die Abkürzung nehmen kann. Wirklich eine richtig coole Sache, wenn man das ernst macht und hier nicht cheatet. Hat einen richtig ein paar Minuten oder Stunden, die man da ein bisschen rätseln kann. Also eine wirklich coole Sache. Ist ja auch nicht so leicht, das Ganze zu programmieren. Und wenn ich jetzt hier mal nach die Abkürzung genommen habe zum Endbosshaus, siehst du hier, spawnt da schon und du kannst gegen kämpfen. Der andere, der Geist hat dann irgendwelche Mini-Geister und so weiter immer gespawnt, gegen die du noch kämpfen musstest. Auf jeden Fall eine coole Sache. Und der kämpft einfach nur so. Ich glaube, verschwinde ich aber lieber, bevor ich mich hier noch irgendwie tötet. Man weiß ja nie, was das Ding also alles kann. Ah, lass mich raus. So, und du hast eigentlich, denke ich mal, coole Sachen gesehen. Wie gesagt, es gibt noch da vorne so mega Bäume und so weiter mit irgendwelchen anderen Dungeons drauf, richtig viel zu entdecken. Oder auch so Berge. Und wenn du dich in die Berge reingräbst, denkst du, ah, was ist das für eine komische Kuppel? Dann wirst du sehen, oh, das ist vielleicht gar nicht so gut, dich da reinzugraben, denn da sind richtig viele Monster, aber auch viele Ressourcen. Und dann sind hier überall auch noch so kleine Dörfer gibt's hier gibt's jetzt Obsidian Tower oder hier so ein Stein Tower, gibt's so kleine Dörfer und auch dort solltest du aufpassen, da vorne ist zum Beispiel schon ein Brunnen, die sind ja auch manchmal verteilt, lohnt sich auch mal da reinzugucken. In diesen Dörfern gibt's dann aber auch manchmal, oder in diesen Häusern, gibt's dann auch irgendwelche Hexen oder irgendwelche Zauberer oder so, denen du dann lieber nicht begegnen solltest. Ja, wie gesagt, das ist es eigentlich, ich hoffe, dieser Mod gefällt dir und du konntest ihn mit meiner Hilfe installieren. Und wenn nun so war, würde ich mich natürlich über einen grünen Daumen freuen, denn dann wissen auch andere, dass ich hier keinen Mist erzähle. Aber das ist deine Entscheidung. Und sonst kann ich nur noch sagen, wenn du noch mehr Minecraft-Mods haben willst und da auf dem Laufenden bleiben willst, dann kann ich dir nur raten, nochmal am Kanal vorbeizugucken, denn dort sind nochmal ganz viele verschiedene Mods, die es da zu installieren gibt. Also, viel Spaß mit den ganzen Mods. Dank Forge kannst du natürlich auch viele gleichzeitig installieren, zum Beispiel Shader-Mod. Musst du aber selber wissen. Bis zum nächsten Mal und ciao!